Einen wunderschönen guten Abend hier bei den Space Freaks und heute machen wir eine Lego Unboxing und ich spreche heute die ganze Zeit Spanisch in der Sprache der Liebe. Okay, ich habe in letzter Zeit jetzt so viel mit dem Hammer geguckt. Hier an der Stelle nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei den Space Freaks. Ein Unboxing, ein kleines, aber feines. Wir haben hier jetzt nur 6 Pakete und ich würde mal sagen, wir quatschen nicht mit einem langen Brei herum, sondern legen gleich los. Das erste Päckchen verstärkt unsere Lego-Druiden-Armee und zwar die 7229 Battle of Naboo. Haben wir gebraucht, wird zusammengebaut. Ich glaube, hier waren sogar ein paar mehr Druiden drin. Ja, habe ich gleich was wieder für die ganzen Livestreams, die ich in letzter Zeit gucke, oder die ganzen Serien. Nebenbei was basteln ist immer was Entspanntes. Das nächste Set habe ich schon ausgepackt, muss ich gestehen. Weil ich hatte so dolle Bauchschmerzen bei der Umverpackung, dass ich einfach, ich musste wissen, wie das Set aussieht und das ärgert mich jetzt sehr. Ja, ich weiß, warum kaufe ich so etwas, erzähle ich euch gleich. Aber das Set wird man jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber es hat völlig zerdrückt angekommen, war halt ein Top-Zustand und hat leider sehr schlecht verpackt. So meine erste wirklich schlechte Erfahrung bei eBay Kleinanzeigen, aber so what, der Preis war ziemlich gut. Das Set habe ich gekauft und werde es jetzt auch noch einmal kaufen, wegen der Minifiguren. Ich glaube, ich habe 30 oder 35 Euro dafür bezahlt, weil wir brauchen dieses Set deshalb so dringend, weil wir alle wichtigen Szenen aus Snooks Sternzerstörer gebaut haben. Das heißt, einmal die Kampfszene oben im Thronsaal, dann haben wir natürlich dann auch unten die Szene, wo Finn und Rose verraten werden, wo sie hingerichtet werden sollen und so weiter und so fort. Und weil viele der Figuren hier exklusiv sind, nämlich tatsächlich alle drei Minifiguren, der BB-8 ist mit dem Nix wie Sand am Meer, aber alle drei Minifiguren sind ansonsten exklusiv in diesem Set enthalten und deshalb muss es sich dann jetzt wohl oder übel ein paar Mal gekauft werden. Was ganz okay ist, ist, dass man den AT-ST immerhin, glaube ich, noch so für 15 Euro, vielleicht 20 Euro weiterverkaufen kann an irgendjemanden, der halt Beine braucht und sich daraus einen vernünftigen AT-ST basteln möchte. Aber wirklich ein Knaller-Set ist es nie gewesen, deshalb, ja. Ich schäme mich ja dafür, es tut mir leid. Aber wir kaufen ja auch hier die ganzen Buildables, Star Wars Figures. Nebenbei, wir haben das Studio mal wieder ein bisschen umgebaut. Das wird jetzt noch öfter umgebaut werden in nächster Zeit. Bald kommen noch ein paar neue Regale hier hin. Aber ich finde, das sieht doch cool aus, wie die ganzen Figuren da hinten stehen. Das hat so diesen schönen LTB-Look, finde ich, wenn du dann die Reihen komplett hast. Oh, das rumst ja ordentlich. Wir haben einen wunderschönen, festen, harten Karton. Hier drin haben wir Lego-Sets. Als erstes, in wirklich noch sehr schön erhaltenen Kartonagen, das Senate Trooper bzw. Senate Commando Troopers Battle Pack. Die sollten alle vollständig mit Figuren sein. Wir haben das Geonosian Trooper Battle Pack. Des Weiteren haben wir die zwei Sets, die ihr jetzt wahrscheinlich auch schon ganz normal kaufen könnt in einer 2-in-1 Variation. Nämlich einmal den Barkspeeder with a Sidecar. Captain Rex hier exklusiv enthalten, Obi-Wan und zwei Kommandoroiden. Des Weiteren, ebenfalls in dem Set 75280, haben wir den 501. Clone Walker oder den AT-RT Walker mit einem 501. Klon und einem Yoda. Ein wunderschönes Set. Ich finde auch ein wunderschöner Karton. Ich muss mir das mal dringend im original verpackten Zustand noch einmal besorgen. Dann wirklich auch in Mint Condition. Aber allein wenn ich mir diesen Karton anschaue, der sieht ja auch so traumhaft schön aus. Und ohne Originalverpackung haben wir hier jetzt noch einmal links, beziehungsweise vor euch rechts, das Utapau Troopers Battle Pack und hier links, von mir aus rechts, das Kashyyyk Troopers Battle Pack. Und für alle diese 5 Sets habe ich mit Versand, glaube ich, 55 Euro bezahlt, was ich für einen sehr, sehr guten Deal halte, was alleine Figurenwert des Sets angeht. Und deshalb freue ich mich riesig darüber, gerade noch über ein paar so wunderschön erhaltene Originalkartons. Kommen wir zum nächsten Paket. Dieses Paket stammt aus dem Lego Online Shop und ja, hier an der Stelle einmal Werbung für unseren Telegram-Kanal. Lego Space Bricks heißt er momentan. Kann vielleicht sein, dass er noch bald umbenannt wird in Lego Space Bricks News oder Angebote. Muss man mal schauen. Und auch ebenfalls für den Community-Tab, da versuchen wir euch mit Lego-Angeboten oder mit den wirklich wichtigsten News so schnell wie möglich zu versorgen, dass ihr auch bestens informiert seid. Und an der Stelle ein Gift of Purchase, welches es dann zu Ostern gab.
Und zwar ist es das Lego Osterei-Set mit knapp 300 Teilen. Relativ unbeliebt bei den Fans. Ich finde es eigentlich ganz niedlich getroffen. Also ich finde es okay. Es ist ein geschenktes Set. Ich habe da sowieso nichts zu meckern. Warenwert wird es wahrscheinlich so zwischen 10 und 15 Euro jetzt aktuell auf dem Markt sein. Und gekauft habe ich ein 60-Euro-Set, das hat man 55 Euro dazu bekommen. Und zwar einen wunderschönen Boba Fett. Und der sieht schon richtig geil aus. Also geniales Set, gab doppelte Punkte. Plus noch das Miniset, für mich ein okayes Angebot, um früh zuzuschlagen. Nicht das beste, aber schon ein gutes Angebot. Und allein, wenn man sich jetzt diese Collector-Box hier anschaut, wie das dann so rau und matt hier ist und das hier ist hochglanzmäßig bedruckt oder foliert. Ich weiß nicht genau, die Drucker unter euch, Mediengestalter in Print, können das sicherlich besser beurteilen. Die Rückseite mit den ja, coolen Spielfunktionen des Sets. Also, das Ding ist natürlich maßlos überteuert mit 60 Euro für 600 Teilen, aber das brauchst du bei Star Wars nicht sagen. Ich meine, Star Wars UCS oder 18 Plus oder Adult oder was auch immer, du zahlst halt einen Namen und dafür, dass es halt Erwachsene anspricht. Und Lego lässt sich das bezahlen. Wenn ich das aber beispielsweise vergleiche, das Ding für 60 Euro oder das Ding, ist für mich die Entscheidung schon mal ganz klar zu treffen, dass das hier wertiger ist als jetzt das da. Aber wir haben ja auch zwei unterschiedliche Spielwelten. Einmal Kinderzielgruppe und einmal Erwachsenenzielgruppe. Und den kann ich schon mal sagen, muss ich mir definitiv noch einmal kaufen, damit dieser Originalkarton hier irgendwo ins Studio hinkommt, hier im Hintergrund, weil er einfach so wahnsinnig schön getroffen ist. Cooles Ding. Ich bin begeistert. Und das Schönste und Spannendste ist, dass das Ganze jetzt bei Henry in einem Livestream gebaut wird. Und zwar in einer Late-Night-Show. Wir haben schon mal zusammen die Pirate Bay gebaut. Jetzt werden halt die Star-Wars-Büsten einmal gebaut. Und ja, eigentlich kann ich jetzt an dieser Stelle, wir werden gebaut gehabt haben. Das war Footer 2 und es gab ja auch noch, wir werden gebaut gehabt hatten. Oder so. Ich meine, das war Footer 3. auf jeden Fall, heute, ich glaube, es ist der 25. oder 26. April, bauen wir halt in wenigen Stunden bei der Klemmbaustein über die Sets und ich wollte jetzt mal einmal Bestandsselektion machen, was ich bekommen habe, damit ich weiß, was ich bauen darf. Den werde ich wahrscheinlich nicht bauen, wenn ich noch ein paar andere kriege. Müssen wir mal gucken. Wir haben ein weiteres Paket. Hier finde ich sehr, sehr witzig, dass das in den weißen Brötchenkartons von Penny verpackt wurde, in dem wir zeitweise mal unsere Leerkartons gelagert haben. Die benutzen wir aber auch hin und wieder nochmal gerne als Versandkartons, wenn ihr was bei uns bei eBay, bei uns auf dem Shop oder bei eBay Kleinanzeigen mal gekauft habt, wenn wir zum Beispiel Leerkartons verschicken. Also die wirklich wertvollen Sachen werden natürlich in guten Kartons verpackt, aber für Leerkartons sind die auch ideal. Und ja, ich muss jetzt hier irgendwie herausfinden, wie ich das am geschicktesten öffne. Wir haben hier drinne das Rektar Escape Set 75180, war für 30 Euro, glaube ich, bei eBay Kleinanzeigen im Angebot. Die Kollegen fehlen auf jeden Fall, ich kann es gar nicht aussprechen, der lasst euch bestimmt eh nur darüber kaputt. Und Balatik, der fehlt auch. Das ist dieser freundlich guckende Kollege da unten. Dafür einmal Chewie und Han Solo. Und das Set ansonsten vollständig und für das Geld. Gerade da die ja in den Adventskalendern massenhaft vertreten waren, finde ich das absolut in Ordnung. Plus, dass er noch meine Leerkartons haben wollte. Das heißt, wir sogar noch ein bisschen tauschen konnten. Cooles Ding. Würde ich einfach sagen, Fair Trade aufgehauen. Hab's immer gesehen im Angebot, aber hab nie zugeschlagen. Und jetzt hat es sich gelohnt. Es soll einfach manchmal so sein, wie es sein soll. Ne? Das letzte Paket aus diesem Video stammt auch von Lego. Oh, das sieht klasse aus. Und zwar haben wir hier erstmal ein Gift with Purchase. Gab nämlich auch noch das Zug-GWP vor Ewigkeiten. Doppelte VIP-Punkte, man konnte schon zwei Sets vorbestellen. Und doppelte VIP-Punkte plus dieses Zug-Set, natürlich nimmt man das mit. Ich glaube inzwischen so zwischen 30, 40 Euro, vielleicht schon Richtung 40. Eher anstatt Richtung 30 sollte sich das Set eingependelt haben. Genial. Also ich finde es wunderschön und für Papa war das auch eine riesige Freude, dieses Set quasi seins nennen zu dürfen. Und hier drin enthalten haben wir zweimal den TIE Fighter Piloten, 100 Euro Mindestbestellwert dafür. Das heißt, zweimal den TIE Fighter Piloten mitgenommen. Warum? Weil dieser exklusiv bei Lego erhältlich ist und jetzt, wo ich den bekommen habe, werde ich den auch heute im Stream bauen.
finde ich von der Form bisher am schönsten, was man bei den Bildern gesehen hat. Muss ich mir mal angucken. Von der Boxart muss ich sagen, dass mir der Boba Fett am besten gefällt. Ich glaube, der wird mir auch besser gefallen als der Stormtrooper. Den habe ich leider noch nicht. Habe ich gehofft, dass ich den vielleicht auch zu diesem Unboxing bekomme. Richtig cool sind auf jeden Fall die Prints hier. Also das da unten ist bedruckt. Die zwei Dishes hier, die 4x4 sind bedruckt. Auch richtig geil, dass sie einfach vom Zug die Räder verwendet haben als Schlauchteil. Wo ich dann aber hier ein bisschen Bauchschmerzen habe und was mich auch so ein bisschen ärgert, das werde ich noch bei Lego reklamieren, ist, dass die Kartons teilweise eingedrückt sind. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt oben die Dellen erkennt, das ist halt Jammern auf hohem Niveau, aber ich finde gerade bei solchen extrem wertigen Kartons, oder zum Beispiel hier oben, wurde mit einem Messer der Umkarton die VGE geöffnet und da ist halt einfach der Abdruck des Messers zu sehen und dieser Karton hier ist ziemlich deformiert, überall in den Ecken und Kanten aufgeplatzt, aufgerissen. Finde ich für mich als Sammler ein bisschen schade, da wenn ich zu UVP einkaufe, selbst mit Gift with Purchase, habe ich auch die Erwartung, dass ich was Vernünftiges geliefert bekomme. Deshalb melde ich mich da nochmal beim Kundendienst und schaue nochmal nach. Ansonsten soll es das dann erstmal von mir gewesen sein. Wir haben heute keine Set-Gesamtübersicht, schauen uns aber die Figuren nochmal an. Und bei den Figuren natürlich der 501. Klon, der macht mich ja immer glücklich. Da werde ich jetzt ja auch dieses Battle-Pack, was ja kein Battle-Pack ist, aber gerne jetzt umgangssprachlich als Battle-Pack bezeichnet wird, häufiger kaufen. Genauso auch der Captain Rex, immer eine sehr, sehr beliebte Figur. Ich bin mal gespannt, ob wir auch noch einen neuen Captain Rex bekommen. Und ansonsten waren halt diese Zeiten mit Yoda, Darth Vader und auch den Rebels Stormtrooper oben auf dem Karton echt rosige Zeiten. Also coole Battle Packs auf jeden Fall, tolle Figuren. Davor war natürlich auch der Hammer. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch mit Sets aus der neuen 18 Plus Serie jetzt den Affolmarkt wieder richtig cool neu bedienen können. Und ein Review zu den Helmen, zu den Sets findet ihr dann natürlich auch unter Spacebricks. Habe ich euch dann entsprechend an der Stelle als Infokarte verlinkt. Schaut euch einfach diese wunderschöne Gesamtübersicht an. Also einmal die Farbpalette, die hier bedient wird. Und die ganzen verschiedenen genialen Klontrooper. Hammer, also richtig cool. Ganz links Droiden, dann Geonosis Trooper, 212er Trooper, Kashyyyk Trooper, die blauen sind Naz Kommandotruppen und dann die richtig, richtig coolen Kommandodroiden. Lediglich der Han Solo hinten rechts hier ist leider kein Original-Lego. Ich habe den da jetzt dazugestellt, weil sonst sehe das doof aus mit der Lücke. Natürlich dann auch mal wieder so ein Droidica-Kollegen mitgenommen. Ja, cool. Es ist total schön. Oh, das sieht so toll auf dem Display aus und auch in echt. Also begeistert mich. Ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Bauen.